Lebensblüten. Erinnern. Lächeln. Verschenken. Mein Name ist Christina Grebe, ich bin ärztliche Leiterin der Palliativstation am Salzkammergutklinikum in Vöcklabruck. Das Projekt Lebensblüten unterstützen, denn... Weil wir bei unseren Palliativpatienten immer wieder sehen, wie wichtig die Biografiearbeit ist, weil wir sehen, wie wichtig es ist, dass wir auf ihre positiven Ressourcen fokussieren und nicht immer auf das Negative, was sie geleistet haben oder was sie nicht geschafft haben. Und weil wir sehen, dass diese Stärkung ihrer positiven Dinge auch gut auf die Nachwelt nachwirken kann. Wir sehen schon immer wieder Angehörige, die fragen, wie hat denn das mein Angehöriger früher gelöst, wie hat der das geschafft? Und ich glaube, dass dieses Projekt das sehr, sehr gut unterstützen kann. Und so die Idee, dass man etwas hinterlässt, etwas Gutes hinterlässt, die gefällt mir auch persönlich sehr gut. Lebensblüten. Erinnern. Lächeln. Verschenken.